Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 13. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir uns hauptsächlich im neuen Haus eingelebt. Also unsere Iana und dann natürlich noch Lou und die kleine Coraya. Iana geht es sehr gut, vermutlich vor allem deshalb, weil wir auch den Laden gekauft haben. Also wir haben im letzten Part ihr altes Haus zurückgekauft und daraus machen wir jetzt eben ein Geschäft für Möbel und was auch sonst Iana in Zukunft herstellen wird. Lou geht es tatsächlich nicht so gut, also er ist immer schlecht gelaunt und vor allem auch wegen dem Baby. Also ich bin echt gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Und unserer kleinen Raya geht es natürlich auch gut. Die hat übrigens in diesem Part Geburtstag und deshalb hätte ich gesagt, starten wir am besten gleich in den Part hinein. Und so starten wir viel früher als gedacht in den Part hinein. Ich wollte eigentlich die Nacht durchspielen, aber es kamen gerade die Endnoten vom Semester. Ja. Das Semester ist um und der Notendurchschnitt von Iana ist 4+. Das bedeutet, sie ist auf Bewährung. Also Zeitalter und Ionen haben wir eine 4. Das heißt, das haben wir abgeschlossen. Recht und Ordnung haben wir eine 6. Also da sind wir leider durchgefallen. Und Beziehungen über große Distanzen, da haben wir eine 2-. Also da kann sich wirklich niemand beschweren. Ich verstehe nicht, wieso sie trotzdem auf Bewährung ist, obwohl wir eigentlich 2 bestanden haben, aber egal. Das ist jetzt eben passiert. Können wir dran jetzt auch nichts mehr ändern? Ja, wir werden uns auf jeden Fall für ein neues Semester einschreiben. Genau, es wird Zeit, sich für ein neues Semester einzuschreiben. Das Geschichtestudium abzuschließen ist ja Teil der Challenge, aber ich glaube, wir werden jetzt nur mal 2 Kurse nehmen, weil ich glaube, 3 waren einfach zu viel. Dann haben wir jetzt nochmal Recht und Ordnung und Einwanderung und Bewegung. Ja, wir leben natürlich zu Hause. Wir haben ein Stipendium, das heißt, wir müssen auch nichts bezahlen. Das ist sehr, sehr gut. Ja, perfekt. Okay, sie ist leider auf Bewährung. Eigentlich wollte ich, dass sie jetzt etwas herstellt, aber das werden wir dann ändern und werden uns jetzt gleich um die Uni kümmern, bevor wir das alles wieder vergessen. Hier haben wir eine Abschlussprüfung und hier haben wir eine Präsentation. Dann platzieren wir das gleich irgendwo. Ja, wirklich Platz haben wir dafür nicht. Okay, sie macht die Präsentation einfach draußen. Warum nicht? Okay, 2 Tage bis zur Vorlesung und 16 Stunden bis zur Vorlesung. Das heißt, wir werden hier gleich mal die Hausaufgaben machen und dann muss sie vermutlich eh schon ins Bett, beziehungsweise wird dann die kleine Raya sicher schreien. Lou ist übrigens bei der Arbeit und vorher war etwas, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Und zwar, wenn du auf das Baby klickst und etwas mit ihm machen möchtest, dann steht hier, Lou hat momentan wirklich keine Lust, mit einem Baby zu interagieren. Ich meine, was? Es ist sein Kind und er ist noch immer sehr traurig wegen den schwierigen Gefühlen und Sinn des Lebens, wegen der unerfüllten Träume. Also ja, ich glaube ehrlich gesagt, Lou wird nicht mehr allzu lange hier bei uns leben, aber wir werden noch sehen, was die Zeit bringt. Auf jeden Fall ist er gerade bei der Arbeit, Iana macht die Hausaufgaben und die kleine Raya schläft. Und ich glaube, jetzt werde ich die Nacht mal durchspielen und wir sehen uns morgen in der Früh wieder. Es ist noch was passiert und zwar Lou wurde tatsächlich befördert. Er ist jetzt Kleinkrimineller. Lou wurde befördert und ist jetzt Kleinkrimineller. Er verdient jetzt 4 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 13 Simoleons pro Stunde ergibt. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten, 465 Simoleons und Spionageabzeichen. Seine nächste Schicht beginnt Dienstag um 20 Uhr. Okay, und Lou hat etwas bei der Arbeit mitgehen lassen. Wow, er arbeitet als Krimineller und hat etwas geklaut. Okay. Ja. Und ich glaube, er wird jetzt auch direkt ins Bett fallen, weil er wirklich müde ist. Iana kümmert sich eben um die kleine Raya. Können sie noch einmal schaukeln und dann muss sie noch einen kleinen Snack essen. Und jetzt hat Iana tatsächlich auch schon Erziehungslevel 3 erreicht. Das ist wirklich gut. Okay, dann kannst du noch die Hausaufgaben machen und dann kannst auch du wirklich schlafen gehen für heute. Wir haben jetzt 8 Uhr früh und mir ist gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass das Baby nicht nur schreit wie ein Baby, sondern manchmal auch heult wie ein Wolf. Oh mein Gott, ist das süß. Wir haben heute Semesterbeginn. Sie wird jetzt mal mit ihrem Baby reden, dann wird sie es füttern und außerdem hat die kleine Raya heute Geburtstag. Und ich glaube, ich möchte, dass sie zur Feier des Tages ihre Eltern besuchen. Also, dass sie eben, ich habe schon wieder vergessen, wie die beiden heißen. Genau, dass sie eben Jason und Aluna besuchen und natürlich müssen sie auch die kleine Hannah kennenlernen. Ich habe tatsächlich auch vergessen, wo sie wohnen. Ich glaube, es war Willow Creek.
Aber das können wir uns dann ja noch genauer anschauen. Und sie wünscht sich jetzt mit Lu rumschmusen und freundlich zu Lu sein. Oh, ist das süß. Okay, und wir haben in einer Stunde Unterricht. Die Hausaufgaben haben wir schon erledigt. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und damit es ihr besser geht, kann sie ja danach ein wenig Computer spielen. Wir spielen einfach Sims Forever. Lu ist noch am Schlafen, kann jetzt eigentlich auch gleich mal aufstehen. Dann kann er baden, dann kann er das hier reparieren. Und dann kann er sich mal um den kleinen Yoru kümmern. Einmal spielen, einmal streicheln und dann können die beiden joggen gehen. Ja, ich weiß, die kleine Koraya ist zu Hause und er lässt sie dann vermutlich allein. Aber ganz ehrlich, erwarten wir uns irgendetwas anderes von Lu? Ich nicht. Jana ist wieder zu Hause und Lu geht gerade mit Yoru joggen. Und er ist schon wieder unglaublich traurig. Ja, aus verschiedensten Gründen. Wie könnte es anders sein? Ja, er hat auch angefangen, hier das Waschbecken zu reparieren, aber ist nicht fertig gemacht. Das werden wir dann gleich mal machen. Wie geht es der kleinen Raya? Okay, der geht es zumindest gut. Und dann wird Jana gleich mal hier für die Präsentation Informationen sammeln. Ja, Raya geht es noch immer gut. Die kleine Maus ist zwar aufgewacht, aber sie liegt ganz glücklich da. Okay, Lu ist mit Yoru unterwegs. Gib ihm dann vielleicht eine tröstliche Umarmung. Ganz kannst du ihn einmal streicheln. Und dann werden wir hier Yoru ermutigen, sich zu erleichtern. Yoru geht es nämlich irgendwie nicht gut und ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Aber ich glaube, er brauchte einfach nur Aufmerksamkeit. Ja, Yoru kommt wieder nach Hause und stapft ganz wütend durch die Welt. Warum auch immer. Jetzt ist er wütend wegen Kontrollverlust, wegen Angst vor unerfüllten Träumen. Also vorher war er deshalb traurig, jetzt ist er wütend. Und hier steht gar nicht, dass er diese Angst hat. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Okay, hier steht es, weil bei Jana sehen wir es hier und hier. Und ich verstehe das nicht ganz, weil ihr geht es gut, sie ist immer glücklich. Und Lu hat genau dieselbe Angst und ist die ganze Zeit nur böse und wütend. Und unser Baby schreit. Lu, das machst jetzt mal du. Du wirst das Baby angurren und mit der Flasche füttern. Jetzt pinkelt er sich fast an, deswegen kann er das nicht so gut. Also irgendwie viben die beiden nicht so ganz miteinander. Aber ja. Außer, dass er sich unwohl fühlt, ist er auch noch aufs Flirten eingestellt. Und jetzt pinkelt er sich, glaube ich, ein. Oder? Nein. Okay, dann geh schnell auf die Toilette. Und dann mach mal was zu essen. Kannst mal ein Mittagessen servieren. Und zwar machen wir einmal Macaroni mit Käse. Ein Dinner für zwei. Aluna Hemming findet Iana Hemming klasse und möchte beste Freunde werden. Oh mein Gott, ist das süß. Aber andererseits, ich weiß nicht, ob Iana ein Typ Mensch ist, der mit ihrer Mutter beste Freundinnen wäre. Sowas finde ich irgendwie immer ein bisschen seltsam. Also natürlich ist eine gute Beziehung zu seiner Mutter gut, aber beste Freunde, man muss es ja nicht gleich übertreiben. Oh, aber jetzt ist sie voll wütend auf uns, oder? Erschrocken und deprimiert wegen Ablehnung. Alles klar. Dann bewunder mal ihren Mut und erzähle ihr eine dramatische Geschichte, nämlich, dass die kleine Raya heute Geburtstag hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass Aluna dann sagt, hey, wirklich, sie hat heute schon Geburtstag, dann komm doch zu uns, wir könnten gemeinsam was unternehmen. Und ja, dann besuchen sie sie. Himmel fällt gerade auf. Haben sie die gleiche Hose an? Sie haben fast die gleiche Hose an, das ist mir noch nie aufgefallen. Gut, dann schick sie mal nach Hause. Lu ist so wütend schon wieder. Aber zumindest geht er jetzt kochen. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und während Lu kocht, kann Iana hier nochmal überarbeiten und gliedern. Immerhin wollen wir in diesem Semester zumindest gute Noten haben, denn wir sind auf Bewährung. Lu ist immer so wütend. Ich glaube wirklich, dass es ihm bald reicht. Ich meine, seht euch an, wie er kocht. Und ich glaube, Yoru fühlt sich schon auch nicht mehr so wohl, dass er da ist. Ja. Und jetzt ruft er nicht mal Iana zum Essen, sondern isst einfach. Lieben wir. Gut, Iana, dann kannst du mit deinem Freund jetzt mal ein Mittagessen genießen. Und am Abend wirst du dann eben zu deinen Eltern schauen. Aluna ruft jetzt auch an. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher, das ist eine große Verantwortung. Was meinst du? Ja. Aluna, nein, ich denke, das ist keine gute Idee. Du hast erst Henna bekommen. Okay. Gut, dann können sich die beiden ja ein bisschen unterhalten. Du wirst ihm mal Reparaturtipps geben, weil immerhin hat er versucht, das Waschbecken zu reparieren und ist kläglich dran gescheitert.
Dann werden wir Einsatz für Persönlichkeitsentwicklung bei den Wildfangs loben und über die Wildfangs reden. Weil ich habe gerade gesehen, wir sind hier schon wieder auf Bewährung, also wegen der Rudelbeteiligung. Und da sollen wir ja mit anderen Rudelmitgliedern sprechen. Können wir ihm vielleicht auch was schenken? Werwolf-Rudel. Okay, bitten wir ihn einfach mal um Mentoring. Oh, wir haben nichts, was wir ihm schenken könnten. Ja, hier stinkt alles. Es sieht total aus. Aber zumindest die beiden scheinen sich noch zu verstehen. Lou ist jetzt ein Primus-Werwolf? Aha. Das Werwolf-Leben wird jetzt jeden Tag leichter. Lou besitzt einen neuen Charakterzug, der bestimmt, wie er durch die Welt geht und was seine Wut zum Überlaufen bringt. Denke daran, dir auch die neuen Fähigkeiten anzusehen. Sehr, sehr cool. Das werden wir dann auf jeden Fall machen. Wieso schreit Lucy jetzt die ganze Zeit so an? Ich habe gerade gesagt, sie verstehen sich noch gut, aber ich bin mir nicht so sicher. Irgendwie schreien sie sehr herum. Oh, wow. Wenn die nicht streiten, dann weiß ich auch nicht. Okay, ich glaube, es ist an der Zeit, dass Iana sich jetzt um das schreiende Baby kümmert. Oh, Raya geht voll unter. Wir werden sie jetzt einmal füttern. Dann werden wir sie liebkosen. Und dann können wir sie altern lassen. Und sobald sie älter geworden ist, gebe ich ihr ein schnelles Umstyling. Und dann werden wir zu den Eltern von Iana schauen, dass einfach die beiden Raya auch kennenlernen. Und dann können wir auch die kleine Hannah kennenlernen. Ich glaube, das wird ein schöner Abend. Und nachdem die beiden sich gerade so gestritten haben, ja, wie man sieht, sie haben sich sehr gestritten. Sie haben jetzt auch eine neue Stimmung miteinander. Groll nach einem Streit. Iana und Lou haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Der Konflikt ist nicht geklärt und die Spannung ist hoch, zumindest nach Ansicht von Iana. Lou empfindet das spannenderweise nicht. Okay. Ja, also ich war mir ja nicht sicher, ob die beiden zusammenbleiben sollen und jetzt streiten sie sich tatsächlich schon ohne meine Hilfe. Aber Iana wünscht sich noch immer mit Lou rumzuschmusen. Also sie haben sich auf jeden Fall noch sehr, sehr gern. Aber gut, Iana, dann kann Raya jetzt älter werden. Ich bin schon so gespannt, wie sie aussehen wird. Und ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung sie gehen wird. Jason hat Koraya Yuna ein Geschenk geschickt. Es wird bald mit der Post eintreffen. Oh, hier sieht man schon. Oh mein Gott, sie wird unglaublich süß. Gut. Ich weiß jetzt noch gar nicht, in welche Richtung wir mit ihr gehen sollen, aber ich glaube, wir machen sie unabhängig. Diese kleinen Kinder lieben ihre Freiheit und mögen es nicht, von ihren Pflegepersonen befürwortet zu werden. Sie bauen zusätzliche Fähigkeiten auf, wenn sie alleine gelassen werden und brauchen weniger Aufmerksamkeit als andere Kinder. Ich glaube tatsächlich, das passt sehr gut zu ihr. Denn wenn wir uns ehrlich sind, sie geht jetzt schon ein bisschen unter und ich weiß nicht, wie viel Zeit Iana dann neben dem Studium und dem Geschäft wirklich für sie haben wird. Und was Lou angeht, ja, da wissen wir ja noch gar nicht, wie lange er überhaupt noch hier bleiben wird. Deshalb wird unsere kleine Koraya unabhängig. Oh, ist sie süß. Sie ist wirklich unglaublich niedlich. Aber gut, dann gehen wir jetzt gleich mal in den Create-Sim und ich werde ihr ein schnelles Umstyling geben. Und es geht los. Und hier sind wir wieder. Das ist unsere kleine Raya. Die Frisur, die sie gehabt hat, habe ich tatsächlich beibehalten. Ich habe ihr nur ein bisschen dunklere Haare gegeben. Das ist ihr Alltagsoutfit. Dann ist das die Abendkleidung.
Hier haben wir die Nachtwäsche, das Partyoutfit, die Badebekleidung, dann das heiße Wetteroutfit und das kalte Wetteroutfit. Ich weiß jetzt eben noch nicht genau, in welche Richtung sie so gehen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie so als erstes Kind ihren Eltern sehr nacheifert. Also eben, wie wir sehen, sie ist ein Werwolf. Ziemlich logisch eigentlich mit zwei Werwolf-Eltern, aber jetzt wissen wir es ganz, ganz sicher. Wobei wir wussten es ja auch schon vorher, weil manchmal als Baby hat sie ja so Wolfsgeheule losgelassen. Aber egal, jetzt haben wir es zumindest schwarz auf weiß. Auf jeden Fall denke ich, sie wird sehr wie ihre Mutter werden, also sehr sportlich, sehr ehrgeizig und eben das Werwolf-Dasein lieben. Welches Verhältnis sie zu Lou haben wird, kann ich jetzt noch gar nicht einschätzen. Vor allem wissen wir ja auch nicht, ob die zukünftigen Kinder von Iana dann auch von Lou sein werden oder vielleicht von einem anderen Vater. Das heißt, da könnte es dann auch noch Konfliktpotenzial geben. Aber ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das unsere kleine Coraya Yuna und ich finde sie unglaublich süß. Und gemeinsam mit ihrer Mutter wird sie jetzt zum ersten Mal ihre Großeltern besuchen. Und ich bin wieder da. Mir ist leider gerade mein Spiel abgestürzt. Deshalb habe ich alles so gut wie es ging nochmal gespielt. Also ich habe das Umstelling genau gleich gemacht und alles sollte prinzipiell genauso sein, wie es vorhin war. Lou und Iana haben sich auch gestritten. Aber jetzt hat Lou gegenüber Iana den Groll nach dem Streit und nicht umgekehrt. Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied. Lou, ja, Lou wurde auch befördert. Wieso ist die Kleine denn so wütend? Oh, sie hat sehr viel Hunger. Okay, na dann, ja, schling die Makaroni mit Käse hinunter. Es war wirklich eine gute Idee, eine Werwolf-Legacy zu machen, weil jetzt sind natürlich alle Werwölfe und nerven mich. Aber okay, dann werde ich jetzt noch schnell die nötigen Dinge für unser neues Kleinkind kaufen. Die Wiege gebe ich aber ins Inventar. Die werden wir garantiert sehr bald wieder brauchen. Wir müssen immerhin einiges an Kinder bekommen. Und dann kaufe ich hier gleich das Bett vom Werwolf-Pack. Das liebe ich sowieso und passt eben perfekt zu unserem kleinen Werwolf. Oder eigentlich zu unserer kleinen Werwölfin. Den Spiegel. Es geht sich gar nicht so gut aus. Dann werde ich den Spiegel einfach hier platzieren. Und hier geben wir dann das Bett hin. Ich möchte es in den Farben. Die sind sehr, sehr schön. Und dann braucht die kleine Coraya natürlich jede Menge Spielzeug. Immerhin ist sie ein unabhängiges Kind und deshalb kann sie sich sehr gut alleine beschäftigen. Karlchen, kaum mich blau, Kreativität, Sozial und Fantasiefähigkeit. Perfekt, dann bekommt sie einmal das. Ja, sonst gibt es nichts vom Werwolf-Pack. Dann bekommt sie sonst einfach noch diesen kleinen Kumpel hier, wer auch immer das sein soll. Und natürlich brauchen wir dann auch noch ein Töpfchen. Und das Töpfchen hat leider im Badezimmer nicht Platz. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber hier wäre eigentlich, glaube ich, der Platz für ein zweites Badezimmer. Dann gebe ich es einfach hier rein. Und hier können wir dann auch ein Licht platzieren. Und da ist dann auch perfekt Platz für eine zweite Toilette. Machen wir das besser so, damit alles Platz hat. Dann noch ein Waschbecken. Nehmen wir einfach irgendeinen Spiegel. Ich glaube, das passt dann schon so. Perfekt. Dann haben wir alles. Und wie gesagt, gehen wir dann gleich die Großeltern besuchen. Davor muss Raya aber noch ganz, ganz dringend essen. Iss das doch und setz dich zu deiner Mama. Kleinkinder in Sims 4 sind so unglaublich langsam. Übrigens, wir haben heute im Stream zum ersten Mal gemeinsam Sims 2 gespielt. Und ich habe das erste Mal seit Ewigkeiten eben wieder Sims 2 gespielt. Und ich liebe es. Also ich habe vergessen, wie großartig dieses Spiel ist, obwohl es schon uralt ist. Wollte ich nur anmerken, falls euch das auch interessiert, schaut sehr gerne mal in meinen Streams vorbei. Ich heiße dort Elienyx, genau wie hier. Und ja, es gibt sehr viele Videos, in denen ich das ohnehin erwähne, dass ihr dort vorbeischauen sollt. Also ich würde mich wirklich sehr freuen. Oh nein. Ich glaube, sein Essen ist vergammelt, während er es gegessen hat. Okay, gut. Dann kaufe ich lieber einen Hochstuhl und wir geben ihr was Wirkliches zu essen. Ich weiß nicht, wieso ich die ganze Zeit ihm sage statt ihr. Vielleicht wegen Wolf? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist mir bewusst, dass unsere Coraya ein Mädchen ist. Wieso sind eigentlich alle Hochstühle so hässlich? Das ist eine sehr gute Frage, oder? Also mir gefällt kein einziger. Ja gut, dann geben wir ihr den weißen und gib ihr Essen. Und dann kannst du die Schüssel auffüllen. Lou, oh, der geht mit Yoru schon wieder spazieren.
Irgendwie ist er gar nie mehr zu Hause. Der ist immer nur mit Yoru irgendwo unterwegs. Aber gut. Jetzt gib deinem Kind was zu essen. Okay, sehr gut. Raya hat gegessen und Iana war auch auf der Toilette. Beiden geht es sehr, sehr gut. Und deshalb werden wir jetzt zu den Großeltern reisen. Wo wohnen die schnell? Ich glaube, sie wohnen in Willow Creek. Ja, hier, perfekt. Und hier wohnt Rory? Wussten wir, dass Rory hier wohnt? Wait. Wenn ihr euch an mein Intro erinnert, vom ersten Part. Also es ist schon sehr, sehr lange her. Iana wurde doch hier in diesem Park von einem Werwolf überfallen. Und Rory lebt hier. Könnte es sein, dass Rory der Werwolf war, der sie überfallen hat? Ich meine, ich habe das absolut nicht so geplant und sehe jetzt tatsächlich zum ersten Mal, dass Rory hier wohnt. Aber sie ist der einzige Werwolf, der hier wohnt. Also, das wird doch Sinn ergeben, oder? Was meint ihr dazu? Schreibt mir das wirklich sehr, sehr gern in die Kommentare. Ja, sonst lebt kein Werwolf hier. Aber gut, wie gesagt, schreibt mir das in die Kommentare und wir gehen jetzt ihre Großeltern besuchen. Also eigentlich Janas Eltern. In dem Haus war ich seit dem Intro nicht mehr. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie alles aussieht. Und hier sind wir. Oh, und hier ist gleich die kleine Hannah. Gut, Iana, stell dich mal bei deiner kleinen Schwester vor. Ja, ich weiß, du musst sie anschnüffeln. Oh, und hier drin sehen wir schon Jason. Raya, kannst du anklopfen? Nein, okay, schade. Aber egal, und dann kannst du sie ja einmal knuddeln. Und dann werden wir an die Tür klopfen und dann können sich vielleicht die zwei Kleinen anfreunden. Sie sind auch beide wirklich unglaublich süß. Okay, Raya, kannst du irgendetwas mit ihr machen? Nein. Sie können leider nicht miteinander interagieren, aber Raya, du kommst schon mit ins Haus, oder? Geh mal hier hin. Gut. Iana, sprich mal mit deinem Vater. Mach ihm einmal ein von Herzen kommendes Kompliment. Und bei Babys kann man die ja vorzeigen. Können wir auch ein Kleinkind vorzeigen? Nein, können wir leider nicht, aber wir können heulen üben. Oh mein Gott, ist das süß. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber gut. Oh, hier hat es anscheinend gebrannt. Wie sollte es anders sein? Immerhin brennt hier ein Kamin. Das ist nie gut in Sims, wie wir alle wissen. Dann erzähl einmal einen Witz über Vampire. Immerhin hasst Iana Vampire und das ist ihr größtes Hobby. Dann werden wir uns über Lehrbuchkosten beschweren. Coraya, was ist mit dir? Wütend. Aua, neuer Fangzahn. Coraya, Yuna jammert nicht grundlos herum. Das tut wirklich weh. Oh nein, armes Baby. Sie kann absolut mit niemandem sprechen in diesem Haus als Kleinkind. War das schon immer so? Vermutlich braucht sie ein bisschen mehr Kommunikationsfähigkeit. Hier schwebt ein Grillkäse. Wo ist denn eigentlich Aluna? Oh, Aluna ist hier oben in Janas altem Zimmer. Ja, Lu soll auch arbeiten gehen, während wir weg sind. Das war ja der Plan. Dann entschuldigst du dich mal bei deiner Mutter, weil, falls ihr euch noch erinnert, sie war ja in diesem Part bei uns und wollte die beste Freundin von Iana werden und Iana hat das leider absolut nicht interessiert. Okay, aber die beiden scheinen sich wieder zu verstehen. Wir werden mal einen Insider-Witz erzählen, ihr ein Kompliment machen und dann vielleicht über die Rückkehr an den Arbeitsplatz sprechen. Und dann können wir ihr ja erzählen, dass es mit Raya eben sehr gut läuft und dass wir deswegen gerne einen Laden eröffnen würden, wo wir vorhin gewohnt haben. Ja, und anscheinend war der Witz so gut, dass Iana jetzt Level 3 der Comedy-Fähigkeit erreicht hat. Oh, gibt es nicht genau diesen Moment im Intro? Also, dass die beiden da sitzen und miteinander sprechen? Ich glaube, das kommt mir schon alles so lange her vor. Dabei war es, glaube ich, im Mai oder so. Also, es ist noch gar nicht so lange her. Okay, Raya sitzt hier unten und macht sich in die Hose und sieht ihrem Opa dabei zu, während er in der Asche spielt. Okay, Lu ist in der Zwischenzeit bei der Arbeit. Iana, nagende Verbitterung wegen Verbitterung gegenüber jemandem in der Nähe. Ist das wegen ihrer Mutter? Erschrocken. Iana beurteilt die Beziehung zu Aluna noch nicht als beste Freundschaft. Vielleicht kann etwas Distanz helfen. Okay, ja, ich glaube, das liegt daran. Außer sie hat auch eine Stimmung mit Jason. Nein, okay, die beiden haben gar keine Stimmung. Okay. Ja, ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass Raya genau gar nichts tun kann, außer hier sitzen. Ich meine, es geht ihr aber gut dabei, gemütlich wegen teurer Möbel. Ist das gemütlich? Da möchte man am liebsten gar nicht mehr aufstehen. Okay, anscheinend ist unser Kind ein Snob. Jetzt kann sie doch mit ihr brabbeln. Wieso ging das vorhin nicht?
Ich kann nicht einstellen, dass die brabbeln. Die müssen von selbst brabbeln. Okay. Jana und ihre Mutter sitzen noch immer hier oben und unterhalten sich und haben sich anscheinend gerade gestritten. Aber ich glaube, wir werden den Besuch dann eh bald beenden. Wir haben immerhin schon 21 Uhr und deshalb werden die beiden jetzt dann gleich mal nach Hause gehen. Und hier sind wir wieder. Lou hat schon wieder eine Waldfang-Benachrichtigung bekommen. Er ist schon wieder auf Bewährung. Warum? Erweitern und erkunden. Oh, er muss mal wieder in den Untergrund. Okay, das machen wir später. Er kann aber fleißig arbeiten. Jana braucht noch Rudelbeteiligung. Raya geht es prinzipiell ganz gut. Dann kann Raya hier oben ja mal mit ihrem Spielzeug spielen. Währenddessen wird Jana irgendetwas backen. Wir backen Brotstangen und die werden wir dann einfach beim Rudel vorbeibringen, dass wir die Rudelbeteiligung zumindest auch ein bisschen erfüllt haben. Sehr gut, die Brotstangen sind fertig und sie sind von schlechter Qualität, aber das ist uns ziemlich egal. Jetzt muss ich nur wieder den Rudelplatz finden. Irgendwie schaffe ich das ja nie. Hier, ich habe ihn gefunden. Nein, das ist die Bar. Jedes Mal hier, perfekt. Dann wirst du zu Rudelressourcen beitragen. Wir können die Brotstangen nicht abgeben, aber gut, dann geben wir halt einen Pilz ab. Und dann können wir mit Rory sprechen und zwar werden wir ihr ein Geschenk geben. Wir schenken ihr auch einen Pilz. Wie gesagt, würde mich echt interessieren, was ihr davon haltet, ob ihr auch der Meinung seid, dass sie uns vielleicht gebissen hat. Und dann werden wir sie einmal um Rudel-Mentoring bitten. Okay, das mit der Rudelbeteiligung hätten wir abgeschlossen. Sehr gut. Dann können wir wieder nach Hause gehen. Wie geht es Raya? Raya geht es tatsächlich sehr, sehr gut. Dann werden wir sie aber trotzdem mal ins Bett stecken. Es ist nämlich viel zu spät. Wir werden sie ins Bett bringen und dann wird Jana selbst schlafen gehen. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie immer freue ich mich an dieser Stelle über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!